Und damit kommen wir jetzt zum dritten Match des Spieltages 9 der EU League Stage 1. Virtus Pro gegen BDS. 13% sind dafür, dass Virtus Pro gewinnen wird. Und 87% sind dafür, dass BDS gewinnen wird. Und damit gehen wir auch ins Match rein. Map ist Consulate. Und ab die Post. Alter Vater. Oh, das ist sehr eindeutig. Und ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass hier Virtus Pro BDS echt einheizen wird. Aber meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zum dritten Match des letzten Spieltages. Virtus Pro, gehen wir uns von Team BDS auf Consulate. Operator Buns. Wir haben vorhin schon gesehen, dass selbst diese zwei Buns einen großen Impact haben können. Andererseits, Standard-Bun Virtus Pro erstmal Thatcher. Oh. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ja. Fun Fact, bei den Casts, die wir gemacht haben, hat BDS oft eigentlich fast nur auf Match 3 gespielt. War immer drittes Match. Hä, wie meinst du das? Oft muss man auch bei uns in die Folie gucken, das ist immer BDS. Achso, immer drittes Match. Ja, ja, gut. So. Das Glück ist halt mein Holding, ne? Gott sei Dank. Das war vorhin der Killer. Der drin geblieben ist. Valkyrie war so wichtig. Vorhin. Ja, Cider hatte ich und da gute Vision, zumindest was Outside angeht und auch Hive, oder ich weiß gar nicht, wer da bei Secret nochmal. Im Valkyrie wurde gar nicht viel gepickt, glaube ich, bei Secret. Ja, war meiner raus, okay, damit haben wir einen, der Utility Catcher schon mal raus. Bleibt es halt nur beim Jäger und solides Bann-Line-Up. Bisschen standardgemäß, da war Mai-Feld hier vielleicht ein bisschen aus dem Raster für diese Map zumindest. Die Defense würde man jetzt zum Beispiel mehr so, sag mal, eine Mira sehen. Es gibt auch Teams, die bannen auch ganz gerne mal die Maestro raus, aber All Over oder, ja, oder Medusa oder Clash haben wir auch schon gesehen, dass Teams, BDS ist ja ein Team, was auch mal die Clash auspacken kann, Rafael oder auch LMs, ja. Ja. Sind da schon prädestinierte Spieler für. Mich würde jetzt mal interessieren, ob wir hier vielleicht was anderes sehen werden als zum Beispiel Secret gegen Empire. Wir haben hier zwei relativ solide Teams auf der Map. Virtus Pro ist für mich, wie gesagt, immer noch eins der besten Attack-Teams in der EU-League, was den Aufbau betrifft. Wenn es dann später darauf kommt, auf den Spot zu kommen, ist nochmal was anderes, wenn es um die Gunfights geht. Aber die haben massiv kranken, soliden Aufbau, die Jungs. Also die bedenken halt sehr, sehr viel. Und ich denke, das wird hier ein sehr, sehr spannendes Match werden. Gegen Schalko seine Boys, gegen BDS. Und da bin ich doch sehr, sehr gespannt drauf, was wir hier gleich sehen werden. Erster Spot ist erstmal Piano und Lobby. Ich glaube aber auch hier Virtus Pro mal mit einer Clash wäre so ein Surprise-Faktor. Ich glaube, WTG spielt die sehr solide. Aber lassen wir uns überraschen. Runde Nummer 1 soll erstmal unten im Basement, nee, in der Lobby stattfinden. Oh. Ying sehe ich auf Pascha. Oh. Nee, der braucht was Schnelles. Der wird auch nachher wieder Ash und Sophia, glaube ich, hin und her traden. Ja. Das wird so sein Ding sein. Ich finde es interessant, dass wir Lobby als erstes sehen. Ja. Das unkonventionell. Also das sieht man nicht häufig. Also oftmals, wir haben es entweder oben top. Nee, Secret hat bewusst Meeting gemieden. Ja. Sie sind bewusst in der Defense nicht auf Meeting gegangen. Höchstwahrscheinlich, weil es einfach ätzend ist zu verteidigen, ja, weil du halt komplett entweder alles dein komplettes Aufgebot in der Verteidigung Richtung Yellowstairs schieben musst oder halt ein komplettes Aufgebot in der Verteidigung Richtung Admin Office oder irgendwie so ein Ausgleich von allem schaffen ist gar nicht möglich. Ja, und das ist ein bisschen ätzend wahrscheinlich. Und sie sagen, ja gut, wir spielen nicht oben Meeting, wir spielen halt unten im Basement bzw. maximal Lobby. Ja. Und das ist auch, das ist okay, wenn das Team sagt, ja, ich fühle mich halt auf den anderen Spot da nicht so safe, dann macht das halt. So. Aber gut, erste Runde ist eingeläutet. Es gibt schon die ersten Windows, die prepared werden. Interessant finde ich hier seitens Virtus Pro, dass Lobby der erste Spot ist. Andererseits bin ich jetzt gespannt, ob sie das gehalten kriegen. Wenn sie es gehalten kriegen, können wir direkt zu Secret und zu Empire hingehen und sagen, so, Leute, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Aufbau oben sogar relativ ähnlich. Auch interessant. Also die Rotationslöcher sind auch da. Kaseka aus seinem Smoke. Steht erstmal hinterm Schild. Da guckt ja auch jedes Team was vom anderen ab. Also ja, ja. Meter, ne? Heißt ja nicht umsonst, ja, das Schild ist aber. Also im Grunde muss man sich da nichts abgucken, weil es geht halt darum, du probierst halt bestimmtes Positioning zu denyen mit den Löchern, die wir hier sehen, ne? Dass du halt nicht irgendwo den Plant anbringen kannst, dann hast du meistens nochmal Löcher, zum Beispiel vielleicht hier oder eben in CEO runter zu Piano, damit du da nochmal die Double Windows abnehmen kannst. Das ist nichts Neues, das hat man schon sehr häufig so gespielt gehabt, es ist nur manchmal so, manchmal packen das manche Leute aus und manche Leute halt wieder nicht. Damals, wo ich noch Competitive gespielt habe mit PKD, also Botanic Dynamics, da haben wir immer hier aufgemacht, wir haben hier aufgemacht, wir haben hier aufgemacht, wir haben sogar von unten vom Basement nochmal zu den Windows hin aufgemacht vom Piano, damit du halt immer ein bisschen Schiss hast, da irgendwo reinzugehen. Also wir haben an relativ viel Vision gedacht gehabt dabei, die man da bei bestimmten Entries anbringen muss. Ein Schild in ja, gut, da guckt ja auch jedes Team was vom anderen ab, also ja. Meter, ne? Heißt ja nicht umsonst, ja, das Schild ist aber auch wichtig, ne? Aber er hat auch einen ADS dabei. Ich glaube, da vorhin, ja, der Gonfi hatte keinen ADS dabei, wenn ich mich nicht täusche. Auch interessant. Rafael mit dem Zero packt sich direkt die Flank-Camps hin und geht halt auf die Camps. Ja, Hive hat ja vorhin auch den Zero, allerdings konnte er den nicht so richtig effektiv einsetzen. Ja. Bisschen schade gewesen. So, und da ist die Drohne. Man hat jetzt auch denjenigen rausgefunden, wo er ist. Weiß oben. Rafael muss noch aufpassen. Nicht, dass er dort irgendwo von wird. Jo, Smoke wurde jetzt gesehen im Meeting. Und da muss er jetzt aufpassen, der Shaiko. Sollte natürlich nicht Richtung Kaseka gehen. Tja, das wäre jetzt halt natürlich ganz fatal, würde Kaseka kurz einmal rumgucken.
So, und das Tier 4. Oh, gemeldet. Das war ganz übel. Alter Schwede, man wartet halt. Aber guck dir das an, Refail geht einfach auf die Camps, passt halt hinten auf. Die wussten es nicht mal. So spielt man halt um Zero richtig gut. Damit auch die Kontrolle nochmal zurückgewonnen. Mit ihm wieder da. Milon mit dem Kill gegen Shaiko. Kaseka geinjured. Mal gucken, ob er Richtung Banane. Nee, der droppt sogar runter in Donut. Und geht ganz runter. Pascha kann jetzt abfangen. Sehr geil. Damit ist auch er safe und kann wieder rumrotieren. Und Sledge macht oben ein bisschen vertikales Spiel. Refail jetzt mit dem Kill gegen Pascha. Damit auch die Aruni raus. 4-3. Wir haben den Zero, der unten wartet. Genauso auf die Rotation von Kaseka. Kaseka braucht hier gar nicht mehr wirklich viel machen. Oh, die Camps. Das ist echt smart, ja? Der macht halt nichts anderes, außer auf den Camps spielen. Boah, überall Division verteilen. Das ist keine Rotation. Ja, und da sieht man halt einfach diese wirklich gute Möglichkeit, mit dem Zero indirekt Druck aufzubauen oder Unwissenheit aufzubauen, ja, gegenüber dem Verteidiger. Das ist sehr, sehr stark. Ja, ah, schöne Smoke. Ja, Predik gerade irgendwie hängen geblieben. Schnell nochmal irgendwie was baiten, ist aber gar nicht drin. Da war man gerade so weit in der Tür drin. Schöner Frag hier. PD rausgenommen. Nee, das. Jetzt kam der Impact nicht an. Pixel Peak. Milo nutzt sich aber. Oh, schöner Runout. Und somit hält das Pro nochmal gegen. 2-1 und LMs kann auch nichts mehr machen. Und so holt sich. Ja, da haben sie ein bisschen lange gebraucht, halt, um die Kontrolle zu kriegen. Hatten denn irgendwann die Kontrolle vom Meeting gehabt und sind dann auf Plant gegangen. Und wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, dass das so ist, dass du, wenn du halt eben auf Lobby aufbauen möchtest, wenn du Lobby den Plant ansetzen musst oder auch möchtest, heißt das, du nimmst oben die Kontrolle ein, holst dir dann gerne auch noch Spyro-Stairs dazu. Holst du denn oben die Kontrolle über Meeting, damit sie die Engels nicht nutzen können? Und du musst draußen immer einen stehen haben, der eigentlich die Rotation cuttet. Dass halt einer runterdroppt, dass er den sofort refraggen kann. Und dass er dann auch natürlich auf Plant gehen kann. Deswegen vier Leute aufbauen, einer bleibt draußen und dämmt ab. Runde. Oh, alter Schwede. Das ist jetzt interessant. Ja, schöne Entry gewesen, ne? So. Nee, ich ja. Auch nicht. Aber schöne Entry gewesen von BDS bis zum bestimmten Zeitpunkt. Ah, ich glaube, wenn Würzburg jetzt schon gute Laune hat, oh, weil, wenn die das ja, aufrechterhalten, wird es echt mies für BDS, würde ich fast behaupten. Nee, aber schöne Entry gewesen, wie gesagt, auch hier mit dem Zero gut effektiv am Arbeiten gewesen. Schön die Flank-Camps positioniert. Also da hat man sich schon einen Plan gemacht, wie ich wo was am besten diese Kameras verstecke. Ich habe gerade den Wortlaut nicht für das Gadget. Spy-Camps, glaube ich, heißen die. Also das ist gar nicht verkehrt, die dann auch so zu positionieren, dass du dementsprechend Flanks auch halten kannst. Und die war so positioniert, dass du siehst, ob einer Visa-Stairs oder Spyro hochgeht. Sehr schön. Ja. Ne? Also grundsätzlich gut damit gearbeitet, muss man einfach so lassen. Ja, am Ende ist ein bisschen, hat sich verlaufen, man hat nicht wirklich die Top-Control halten können, hier und da ein Flank da gewesen. Der Entry vom Predé ist nicht wirklich sauber vonstatten gelaufen, der ist irgendwie hängen geblieben an der Tür. Wollte da eigentlich mehr oder weniger die Smoke rausbaiten und dann stand einfach die Zeit auch ein bisschen im Weg, dann wieder Vorteil für Würzburg. Schön gespielt. Einfach schön gespielt, mehr kann man das nicht sagen. Erstmal 1-0. Ich denke mal, BDS wird sich da nicht lumpen lassen. Also ich war auch sehr erstaunt, dass BDS eigentlich fast so lange brauchte gerade, weil die sonst immer sehr confident sind. Die gehen da immer sehr schnell rein, kriegen sehr schnell Kontrolle und das hat alles gerade diesmal ein bisschen länger gebraucht, fand ich. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier die ganze Zeit der Fall sein wird, dass BDS ein bisschen langsamer ist als sonst. Kann auch der Map geschuldet sein natürlich. Das war das 1-0, da brauchen wir jetzt nicht wirklich viel machen, aber für Virtus Pro natürlich ein gut beflügelndes Ergebnis. Auf der anderen Seite ist das ein Time-Up und das sehen wir relativ selten. Und hier sieht man, sie wollen halt oben wahrscheinlich mithalten, weil sie den Highground über den Highground halten wollen. Sie spielen jetzt unten Basement und ich habe es ja vorhin mehrmals schon erzählt gehabt, erzählt es hier normal, ne? Viele Teams bauen am Anfang immer über Admin-Aufkommen hier an und wollen die ganze Kontrolle haben. Und wenn du natürlich hier jetzt eben CEO hältst, kannst du nicht so einfach hier unten reinmarschieren und Piano holen, weil du ja darüber noch den Highground hast, also den Spot darüber, nämlich CEO. Somit musst du jetzt oben rein. Und wenn du dann aber oben gekriegt hast, CEO, kannst du damit dann halt natürlich auch dementsprechend dann halt eben Piano dominieren und damit dann halt auch runterkommen in die Garage rein, um deine Plant anzubringen, weil du dann von oben nicht mehr vertikal angespielt werden kannst. Hi. BDS, ich guck jetzt nochmal gegen. Ja, das hat BDS gewonnen. Ein Time-Up sehe ich hier gerade. Gegen. Ja, hier noch ein Time-Up. Also BDS forciert eigentlich selber die Time-Ups. Ja, gut. Kann man natürlich gerne so machen. Also, wenn du Time-Up spielst, dann ist es halt einfach so. Aber dann gehen natürlich auch die Statistik diverse Sachen halt unter, wie zum Beispiel Frags oder Deaths oder sonstiges. Ja. Also man verschönert sich seine eigene. Ja, man verschönert sich aber seine eigene Statistik so ein bisschen fürs. Ja. Ranking. So, Rusk mit dem C4 oben, auch hier Consulate wird sehr Roman-lastig gerade gespielt, auch wieder dieses Aufgebot oben zu spielen, damit der Angreifer einfach dazu geforst ist, yo, ich geh jetzt nach oben, ich muss die rauskriegen, weil du einfach zu viele Flankmöglichkeiten als Verteidiger hast. Und das kannst du als Angreifer nur sehr schwierig wirklich unterbinden, vor allem wenn der Verteidiger dann am Ende vielleicht in der Überzahl ist, dann ist es halt schwierig, da einen Flank zu halten, vor allem wenn du zwei Roamer hast. Also hier schon wieder gut Zeit rausgeholt, eine Minute ist vergangen, er ist hier jetzt auch weiter ausgedroht, Utility wird weiter rausgenommen, zweite Concussion ist halt weg, das könnte auch so ein Flash gewesen sein, wie hinten im Bathroom steht das Pascha drin, hat es auf dem Schirm, Drohne ist halt da, mehr oder weniger als Informationsfaktor, dass man da ausgedroht wird, ist immer so ein Indikator dafür, dass einer in der Nähe sein könnte, man droht nochmal hinterher, Schalko muss es machen, weil die Drohne links weg. LMs, er öffnet das Ganze gegen WTG, Milo, holst du LMs, da war gerade LMs ein bisschen zu schnell, da war schon Onside und verliert damit den kompletten Engage und die Jungs von seinem Team sind weiter in Outside und kommen nicht so richtig an den Spot ran. Oh, die haben auch kein Preaching gekriegt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Noch gar nicht. Das Ding ist, er war halt ein bisschen schnell und da war ein bisschen übermütig. Und gegen jemanden wie Mylon funktioniert das nicht, ja? Der ein verdammt starker Anker-Spieler ist. Ja, keine Frage, das ist halt das Ding, ne? Oh, ja. Raphael zieht ein bisschen hinterher, kriegt aber nochmal den Nachschaut da. Zumindest hier gegen Russ, Parshaw, gegen Bredé, Bredé vorher nochmal Parshaw. Schon wieder ein Trade. Das ist der fünfte des Tages. Also heute haben die Server irgendwas, ne? Also das ist der fünfte Trade. Und das war's in drei Spielen. Ja, also mal so okay, ein Trade, so alle drei, fünf, sechs Spiele, so okay, ja. Aber doch nicht fünf Trades in drei Spielen? Was war das denn jetzt gerade? So, ein Spiel, so Kassega, ja, die Füße ist aufgenommen, Schalke wartet mit am Start. Kassega hat eine gute Position und im Blacker, Mylon hält diese Long Engages, also Richtung Yellowstairs, das wird ja recht schwierig. 35 Sekunden noch, ja, muss mal schauen, wir haben zwar noch zwei Round Charges, wir haben keine Pre-Charges dabei, aber guck dir das Utility an. Wir haben noch eine Claymore, zwei Claymores sogar, also man kann nicht viel damit anfangen. Sie versuchen das Ganze jetzt auf diese Longhole zu arbeiten, nicht unbedingt dieses Bottleneck, weil diese Yellowstairs sind sehr, sehr eng und Mylon hat einfach eine gute Position. Livebar technisch sieht sich gut aus für ihn, haben wir es auf dem Schirm, Schalke, ah, kannst du durchsetzen, gerade gegen Joy, da hat er aber schon einen gehabt. Kassega, gute Position. Wenn er jetzt mitbekommt, beziehungsweise weiß, wo sie sich hinbewegen, schönes Ding gegen Schalke, einfach mal weggesprayt, 5 Sekunden reichen noch, jetzt muss Raphael, er muss rumziehen, er liegt am Boden, schade. Nach und Raphael holt sich in die Runde für BDS, die erste an der Zahl. Aber das hat man gerade gesehen, das war timingmäßig auch nicht sehr gut ausgespielt vom BDS, also timingtechnisch heute, zeittechnisch sind die Jungs nicht gut unterwegs. Brauchten sehr lange oben, haben den Breach nicht durchbekommen, mussten den von hinten reinpushen. Und hier ist halt dann sehr schade, dass halt Virtus Pro das nicht gestanden hat ordentlich. Der Mute hätte auch nicht mehr wegrotieren können. Da wir das Mira-Window hier haben, ne, hätte man das sofort gesehen. Und wenn er wegrotiert in dieser Rotation, hätte man ihn einfach noch einfacher wegschießen können. Hat auch die Gone 6 dabei. Oh, Schwein gehabt, dass er da nochmal nicht, dass er stehen geblieben wäre. Also, man kennt es vielleicht selber vom eigenen Spiel her, ne? Man steht da und man schießt so lange auf den Gegner, bis er halt down ist. Da nochmal wegzugehen, nochmal nachzuziehen, hat er ein bisschen gerade die Shotgun gedodged und das war sehr gut gespielt. Knappes Ding, ganz knappe Runde. Auch hier dieses Aufspielen mit diesem Roman, sehr gut gehandelt von Virtus.pro. Virtus.pro heute in diesem Matchup schon von Anfang an sehr, sehr gut dabei. Nicht so wie den anderen Matches, wo die ersten drei, vier Runden echt irgendwie nichts gerafft haben und jetzt kommen sie gut dran. Und jetzt schon direkt zum Start hin. Erstmal laufen. Also jetzt müssen sie es auch weiter mitnehmen, weil ich echt fasziniert war von dem Spiel gerade. Das war saustark. Die Situation war von beiden sehr stark gespielt. Ich die Opening Fragman, kriegt die Mira raus. Dann Mylon halt relativ low. Dass er den Engage gegen Schalke verloren hat, sehr interessant, besonders bei dem Aim auch, was gerade Schalke hatte. Du hast gesehen, dass er so die Kurve zurückgezogen hat gegen Mira. Und hier dieser Winkel von Rask, Alter, vom Hochrappen. Tja, an der Kurve würde ich mal sagen, an der Stelle. Ja. Also ja, das war wirklich der Winkel eben war ganz ganz pervers, aber um auf Schalke. So und dann kommt der Trade. Kassega mit dem Brett von SMG, also das war halt immer kurz zack und dann schafft er so ein Brett nicht gegen den Zero. Und der Zero kommt halt um die Ecke rat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  und der Gegner kippt. Da dachte ich mir so, ja, alles klar. Und da sehen wir auch CEO jetzt mal wieder. Wie gesagt, der Spot wird immer noch gespielt. Der Spot wurde vorhin auch gespielt bei den ersten Match gegen Secret und Empire. Da haben die ja auch CEO gespielt gehabt. Also der wird immer noch ausgepackt und ist auch einer der meistgespieltesten Spots mithin. Hellas ist immer noch der wenig gespielteste Spot bei eben Consolate. Ich kann euch das auch ganz kurz zeigen. Hier seht ihr das nochmal. 119 Runden wurden insgesamt auf Consolate gespielt, auf 10 gespielte Matches, 44 Runden insgesamt auf Garage, denn 33 Runden eben auf Lobby und Piano, denn 28 Runden auf CEO und ist damit auch der beste Defense-Spot in Regulär-Fall. Und dann haben wir noch 14 Runden gerade mal auf Tellers. Auch gesehen, ne? Weil man da wirklich auf das geguckt hat, wo sehe ich ihn, wo treffe ich ihn, ohne dass er mich sieht. So. Ja, und da kommt jetzt die Flashbang. Ja, die ist ihn halt, okay. Jupp. Man möchte ihn da Richtung Connect anscheinend einfach irgendwie strugglen. Und hier sieht man halt jetzt einen Standard-CEO-Aufbau, so schnell wie möglich gegen den Spot vorgehen. Jetzt. Ja, Piano, Connector, wenn du kommst, jetzt hier Raphael dabei, aber jetzt, Connector ist frei, das ist gut, WGG alleine vorne, also hinten im Meeting drin. Alter, zwei Boden gleichzeitig, siehst du das? Drei sogar. Jetzt mal ehrlich, wo wird denn gerade ein Winkel auf Konsul gehalten? Von den Defendern? Gar keiner. Ja, aber ja, jetzt, aber das jetzt und hier kann ich noch mal ganz kurz mal was erklären oder mal was sagen, was wir schon mal gesehen hatten, was echt schön war. Man macht hier diese Wände auf bei Connector komplett, spielt hier mit einem Schild und hier dann mit einem Maestro. Den könnte man auch mit einem Tachanka spielen. Und von hier aus hältst du auf dieser gerade die CEO-Windows. Da man selten bei einer CEO-Attack am Balcony rappelt, gibt es natürlich, machen viele auch immer wieder mal, aber im Grunde fokussierst du dich auf die Doubles, auf das Bathroom, Yellowstairs Window oder Connector Window. Und somit kannst du von hier aus stehen, hinter dein Schild und das hier einfach halten. Und wenn du, wie gesagt, mit dem Maestro das machst, hast du da halt irgendwo noch ein Evil Eye, kannst dann immer mal wieder hochpieken und die Leute wegschießen mit der Eider
oder holst halt vielleicht auch einen Smoke raus, wobei da bin ich unsicher, ob die Smoke soweit überhaupt reichen. Ist auch gar nicht so gut von der Positioning her, da der Winkel meines Erachtens zu lang ist. Oder halt eben Tachanka würde sich ja auch gut anbringen, bin ich der Meinung, indem man das halt hier aufmacht, hier das Schild hinplaced und Tachanka dann hier die ganze Zeit eben die ganze Area da wegbrennt über die Doubles. Das geht halt natürlich auch. Hat man noch nicht so gesehen mit Tachanka, würde ich gerne mal sehen. Gerade jetzt, wo Tachanka eventuell sogar nochmal gebufft wird, könnte es relativ interessant werden, ob Tachanka denn diesmal denn mehr zum Einsatz kommt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Hört dich durch an, der plant jetzt durch. Dein theoretisch schon, ja. Guck mal, und Renshiro ist drin. Da ist das Evil Eye, ja. Genau, und WTG jetzt mit dem Brett aus dem Meeting. Da, das Evil Eye ist es. So, und da wird er wieder gepinkt. Da ist er. Yep. Ja, hat er sogar noch gekriegt. Und jetzt kommt der Plant. Die wollten das halt komplett über die Camps spielen. Brede hier mit dem Termite on Site. Ja, der hat jetzt gerade richtig Arsch. Weil er ist jetzt in der Situation. Ja, ich bin ein Termite. Ich sitze da jetzt on Site und weiß eigentlich nicht, was ich machen soll, weil ich 4 gegen 2 spiele. Und jetzt spiele ich auch 4 gegen 1. Das hat Virtus Pro gerade sehr interessant gespielt. Und zwar, sie haben es nur über Utility. Du hast jetzt einen Kill gegen Shaiko. Und da kommt das Brain nochmal von der Aruni hoch. Und die Knight. Mit dem Kill gegen Brede. Und damit, ja, da wurde es gehalten über die Utility, siehst du? Also ich finde, da ist man halt ein bisschen zu übereifrig gewesen, dass man da so schnell auf den Plant sich begeben hat, gerade bei CEO, finde ich ein bisschen fragwürdig, weil es ist halt immer ein Problem, ich habe das ja schon mehrmals erklärt gehabt, in vielen Rewatchs, die ich ja mache, der EU League, dass das Problem dann folgendermaßen ist, wenn man halt bei einer gleichwertigen Situation auf den Plant geht, egal ob es jetzt 3-3, 4-4, 5-5, ist das Problem immer so, du verlierst einen deiner Attacker, weil der planten muss und somit hast du 4 gegen 5 Situationen. Und somit solltest du am Anfang immer versuchen, eine Überzahlsituation zu etablieren als Attacker, damit du denn wieder gleichwertig aufspielen kannst. Und das hat hier meines Erachtens BDS halt einfach gerade gar nicht geschafft. Und somit, guck mal, Windows ist auch wieder zu, man kommt jetzt auch nicht mehr rein. Und Rafael ist ausgesperrt. Würde Pro gerade wirklich einen sehr, sehr guten Einstand. Ja. Claire muss da, aber Pashashi gut, einfach easy. Ja, stehen. Jetzt wollte auch Raphael schauen, dass die Zeit ein bisschen schneller oder besser benutzt wird, ist aber jetzt aber einfach. Ja, das war ein bisschen gegen die Wand gelaufen. Das ist ein bisschen schade, der Pressure Point Connector wird hat irgendwie keinen Einfluss gebracht zum Start hin. Komplett Engagement über die Double zu spielen ist nichts Seltenes, das aber wirklich effektiv ausspielen zu können. Dazu brauchst du noch zusätzlich die Yellow Stairs, das ist einfach wichtig, weil du sonst von dort einen Pressure Point von den Verteidigern hast. Zusätzlich noch Bathroom, damit du komplett Frontdesk und die Rotation Richtung Meeting bzw. die Visa Stairs und Connector hast. Und wenn du diese Position, Bathroom, Yellow Stairs und Connector Window hast als Beispiel, oder vielleicht Balcony sogar besser noch, kannst du easy reinrappeln und dann hast du den Blend. Problematik ist dann wirklich nur einer mit einem C4, wenn der unten steht. Da musst du ein bisschen auf eine nicht unbedingt eine Standardposition als Blender gehen. Aber trotz dessen, gut gespielt von Virtus Pro, gut gegengehalten, viel mit Roma gearbeitet, die Mossy-Drohne war richtig. Jetzt bin ich gespannt, ob die Jungs diesmal ein bisschen flinker sind, BDS. Wie gesagt, die haben meines Erachtens auf der Map gerade massive Timing-Probleme. Die haben vorhin nicht mal den Breach aufgekriegt. Und ich hoffe, dass sie es diesmal hinbekommen, dass sie den Breach aufkriegen. Somit haben sie denn schon mal ein bisschen mehr geschafft, dass sie denn das hinkriegen, Piano-Kontrolle zu kriegen, damit sie denn auch auf dem Plant aufspielen können, eben bei Wildcard, Blackcard, bei der Box, wo auch immer. Also als Mossy wurde hier vorgethront für den Roma, für die Aroni gerade. Aber schön, hat mir gefallen. Ist die Frage, ob man das weiter konsequent so durchziehen oder wird das halt am Ende irgendwo gegen die Wand oder an der Wand verlaufen. So wie Mosaik, was neu gesetzt worden ist. Oder Mörtel noch nicht richtig trocken war. Das sieht aus wie so ein schlechtes Tetris-Spiel. Ich weiß, ihr wisst nicht, was ich meine, aber egal. Ja. So, Runde Nummer 4. Ist halt die Frage, kann BDS das Tempo ein bisschen weiter aufsetzen? Ich glaube, die Geschwindigkeit fehlt einfach, beziehungsweise man lässt sich hier teilweise stark aus der Ruhe bringen im Angriff. Dass hier Virtus Pro einfach mit ihren Störfaktoren im Roam effektiv arbeiten können. Aber das haben wir vorhin, oder das Match davor ja auch gesehen, bei Secret und die Jungs von Empire, sowohl Secret als auch Empire, haben im Roam sehr gut funktioniert. Aber auch der Attack ist auch, ich weiß nicht, ist undankbar. Ich mag diese Map persönlich auch nicht so angreifen, das ist halt ultra schwer. Du musst halt gucken, dass du die Engages richtig setzt, dass du die Entries gut bekommst. Ja. Und wenn du das schaffst, also wirklich konsequent, also kontinuierlich über eine Seite aufzubauen und gleichzeitig dann auch Pressure über eine andere Seite, wie hier zum Beispiel, so machen. Und das ist Renshiro. Ist ein guter Flankbolt. Kann natürlich auch mal umklicken, so wenn er Bock hat, aber das war ein schöner Overdrag. Dementsprechend fällt hier erstmal Pascha raus. Und er hier ist halt einfach der Störfaktor. Er ist der Störfaktor Nummer 1 von Virtus Pro. Wenn du den unter Kontrolle hast, hast du hier schon mal halbe Miete. Und Renshiro lässt hier. Der Renshiro ist hier auch mal die Sophia, ja? Also LM-Test mit dem Snatch. Auch interessant. Ja, das, Renshiro sieht so öfter auf Sophia. Das ist ja nichts Neues. Und das sieht halt echt solide aus. Die haben jetzt einen an den Spyro-Stairs gehabt, der draußen gerappelt hat. Ich zeig das ganz kurz. Wir haben hier draußen einen Rappler gehabt. Wir haben hier aufgebaut. Somit, falls hier einer positioniert sein sollte und rückrotieren möchte oder halt natürlich hin zu den Entry rotieren möchte, wird er abgefangen. Dann haben wir hier noch einen gehabt.
dass man halt, falls dann eben natürlich der Aufbau hier durchgeht, dass man hier reinkommt, dass nicht der Spieler sich hier irgendwo so positionieren kann, um natürlich gegen den Aufbau zu schießen. Und das haben sie gerade alles sehr schön bedacht gehabt, gerade BDS. Ist bisher sehr solide. Das ist halt interessant, also die Trailen halt ein bisschen hin und her, wobei ich LM halt neben Sophia. Oh Gott, der kommt nicht auf LM, sehr schön gespielt, dann haben wir schnell ausgebrochen, Draskwad rausgenommen, 5 zu 3 Situation. Und jetzt weiß ich, wird es wo, ja, ich glaube, wir sollten wieder zurück zum Spot. Wollen schon ein bisschen Hände unter die Beine, wie sagt man, Hände unter die Arschbacken, beziehungsweise nehmen die Beine in die Hände. So und ungefähr. Ab dafür, weil die haben gar keine Zeit zu verlieren. Spyro Stairs, das ist gerade bei der Überzahlsituation oben Topfloor jetzt nochmal gespreadet zu spielen, ist es verloren. Sie müssen jetzt on-site eigentlich nur gucken, wann, jetzt, im Endeffekt müssen sie BDS nur dazu zu baiten, zu bieten. Sie müssen 3 Winkel haben und die 3 Winkel halten. Ja. So, und dann macht Klick und die Themen sind erledigt. Aber was LMC jetzt gerade macht, den Boden aufzureißen, ist erstmal vollkommen okay. Damit wollen wir halt den Winkel wieder verhindern. Nur, es wird halt auch, oh, das spielt aber, wird das Pro vom Positioning her echt gut. Ich glaube, Kasega könnte ein wichtiger Faktor sein. Ich weiß nicht, ob er noch C5 rausgucken. Der hat sein C4 leider nicht mehr. Aber da ist das C4 von Kasega. Ah, das war Preblaze. Oh, mies, sagst du, wollte gerade sagen. Das ist, warte, gar nicht mehr in der Tasche. Dennoch gut gemacht. Jetzt gut auf Sound gespielt. War hier einfach. Was hat der Lemsch gemacht? Das Problem, er hat zu viel aufgemacht. Er hat einfach zu viel aufgemacht. War damit beschäftigt, die ganze Zeit alles und alles irgendwie aufzumachen. Hier wird gerade Meilen stark unter Beschuss genommen. WTG immer noch hinter seinem Mira-Window im Security am Start. Nur mal reindrohen. Zeit nochmal nutzen. Genau gucken, wo ist die Position. Kann ich hier safe auf Blend gehen oder nicht? Das C4 könnte eventuell jetzt auch nochmal wichtig sein. Das muss kommen. Das kommt aber nicht, oder? Oh, nein, das kommt nicht. Noch dazu der ganze Schaden von diesem ekelhaften Evil-Ei. Schalke vorher nochmal den nächsten Frag gegen WTG. Ja, mehr oder weniger der Trade gewesen. Kasseka gut Damage hier schon eingebüßen müssen. Kannst jetzt aber gegen Raphael nicht durchsetzen. Schönes Ding hier von Mylon. Raphael oben mit dem Refill bedient, der gerade noch im Piano unterwegs war. Und schöne Runde. Schalke, schöne Runde. Und da haben wir jetzt das gesehen, was ich ja vorhin meinte. Sie haben Timing-Probleme. Das konnten sie ausgleichen, indem sie an Anfang schnell einen Frag gezogen haben, schnell CEO-Kontrolle gekriegt haben, den Breach diesmal durchbekommen hatten, was sie ja vorhin nicht geschafft hatten. Und damit hat BDS wirklich eine sehr schöne, solide Runde hier gerade runtergespielt gegen Virtus Pro. Hier hat wirklich alles funktioniert. Hier haben sie wunderbar aufgebaut gehabt. Die Leute schön in ihren Anchors reingetrieben gekriegt. Vorbildlich. Dinge ging ja los, der ist Milo mal gerade Mikrofon, ja, das Event rauszunehmen und versucht da irgendwie einen Frag zu machen, dass er diese One-on-One-Situation vielleicht besser ausspielen kann. Aber wenn du da schon die Situation hast, Afterplant und Unterzahl ist ein Retake, na, statistisch gesehen nicht mehr ganz so einfach. Aber damit haben wir das mal wieder Ausgleich. Und BDS 2 zu 2. Ich dachte halt, dass er auf den Yellowstairs DOS spielt, ja? Das ist einer von den beiden, ja. Ja, richtig. Oder zwei noch am Ende. Und, wow, wow. Also da kann. Gut, das skippen wir mal. Das brauchen wir hier nämlich nicht, diesen Technik-Timeout. Halt ergeben. Oftmals hast du es früher einfach gemacht, wirklich auf Sound das Ding zu schmeißen. Ich wollte gerade sagen, der Pulse-Pick könnte jetzt interessant werden. Ist ja über Six-Pick von Mira auf Puls. Das war vorhin genau das gleiche wie in dem Spiel davor, ne? Dass man wirklich sagt, okay, ich will halt auf aktive Vision gehen. Dass ich jemanden habe, der mitbewegen kann, der vielleicht sogar gewisse Leute auch damit sein Team ein bisschen beruhigen kann, von wegen, ich habe 3 über mir, ich weiß, wo die langlaufen. Ja, weil dann weißt du alles da, ich kann mich umbauen, brauche mich nur um 2 kümmern. Nicht, hier ist einer, da ist einer, das ist ein bisschen, also ein bisschen unsicher. Aber hier in den ersten 4 Runden kann man das noch nicht mal so wirklich rauskristallisieren, zu sagen, so okay, das Team, was in die Überzeige mit den Opening Frags, holt sich die Runde oder verliert die Runde. Das ist aktuell relativ ausgeglichen. Wir haben zwar 3 von 4 Runden Opening Frags von BDS, das heißt, sie gingen eigentlich von 3 von 4 Runden erstmal. Also zur Zeit ist eigentlich noch alles okay. BDS hat es schnell geschafft, ihre Probleme anzugehen innerhalb des Matches. Wollen wir hoffen, dass sie das auch beibehalten können. Dass sie wieder schön Opening Frag kriegen, dass sie schnell reinspielen können. Und das ist dann halt so alles zielführend, um danach natürlich die Runde zu verwandeln in Attack. Zahl in Führung, aber das ging bisher 2-2 aus, also kann man hier aktuell noch keine wirkliche Resonanz ziehen und das ist eigentlich auch. Und auch hier ist der gefährlichste Spieler, das ist meistens der Fall, ist halt eben Puls, den seht ihr hier gerade ganz, ganz leicht von meiner Cam aus, da, die, hier, nee, da, 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 da ist halt Puls und der ist somit einer der wichtigsten Operator in der Defense, weil er natürlich den ganzen Aufbau callen kann, wir sehen es halt schon. Dass der Puls sich unten in Archive platziert, weil Standardaufbau ist ja meistens immer über Admin. Admin einnehmen, dadurch Meeting holen und vom Meeting dann out Beta auf den Plant gehen bei Lobby. Und er kann die ganze Zeit ansagen, wie viele Leute da sind, wie viele Leute sich bewegen und ob man vielleicht dagegen anspielen sollte oder halt nicht. Es ist eine sehr dynamische Map, muss man dazu sagen. Counter-Light funktioniert nur, wenn ein gesamtes Team dynamisch gut funktionieren kann. Also adaptiv darauf reagiert, was der Verteidiger eigentlich macht und natürlich, wie die, also die Koordination zueinander. Also das Reflektieren des eigenen Teams, die respektive deiner Position zu dir, zu deinen Mates plus dem Gegner, das ist halt alles nicht so einfach. Puls hat jetzt schon mal gecheckt, okay, da oben ist jetzt gerade einer rein. Und clevere Position, dass ich mal auf die reinforced Hedge zu stellen. Allerdings mit diesen Schrapnell-Dings, das juckt dann halt auch einfach die Hedge nicht. Wenn es dann links oder rechts vorbei platziert, bist du trotzdem down. Schalke geht durch, hat nochmal ausgedrückt, ob da irgendwie Problematiken oder Probleme auf einen zukommen könnten. Ist jetzt aber gerade nicht dabei. Spiel nochmal zur Erinnerung, Lobby, man hat es gerade nochmal gesehen. Wieder diese Preplay-Spycams. Das ist eine schöne Position. Kann in beide Richtungen natürlich reinschauen, aber wie es auf ist oder nicht. Vorne Spyro stand jetzt gerade hier Rask.
Ich glaube, die sind auch nur zu zweit on-site, wenn ich das richtig realisiert habe gerade. Plus einer unten Basement, plus zwei Top. Ne, drei, einer hinten Yellow Stairs, einer Meeting. Schönes Brett hier gegen Rask, Opening Frag, absolut verdient hier von Shaiko. Kann man mit arbeiten, damit fällt der Roam-Faktor erstmal flach für die Jungs von Wörnes Pro. Wenn du das schon mal raus hast, das heißt 1 zu 4 schon mal raus, 2 hast du noch im Umlauf. Und der Puls war noch unten Basement. Ja. Ich spiele eigentlich gerade keinen On-Site. Ich spiele keinen On-Site gerade. Theoretisch müsste ich jetzt so Meeting freiraumen können. Das war nicht gut. Sie wollen und müssen. Weil das ist halt so ein Standard-Crossfire-Placement, was man hier aufgebaut hat. Dass man da einfach reinrotiert, Schalko. Das liegt halt daran, dass Schalko irgendwie immer das Momentum hat, diese Lücke irgendwo in der Defense zu finden und da durchzurotieren und dann von hinten anzukommen. Das hat diesmal nicht geklappt, ne? Können sie nicht auf Lobby ausspielen. Und es fehlt meines Erachtens jetzt auch der Impact, dass draußen einer auf dem Balcony rappelt oder vielleicht einer an den CEO-Windows hängt und natürlich das Movement einzuschränken und das Positioning der Defender. Wir machen hier, ich sehe das nicht gerade so ganz, aber ich gehe davon aus, mindestens einen Aufbau mit 3 bis 4 Personen über Admin und einer sollte, wie gesagt, meistens draußen vor Lobby abhängen. Und da sollte man vielleicht eher lieber noch einen an den Balcony selber ranstellen. Oder halt eben an den CEO-Windows, dass man halt, wie gesagt, die Rotation hemmen kann. Die hier oben keine Kontrolle haben, damit es generell ziemlich schwierig. Alter, miese Aktion, wieder ein Trade! Hä? Nummer 6! Trade Nummer 6! Da wird die GPT-C4 hier gerade Predator rausgenommen, damit haben die 3-2 über 2 Situationen für die Jungs und wird das Pro. Meinung hier, gute Position, jetzt über Cross. Oh, Raphael, traut sich mal schnell rein in den Meeting-Bereich. Aber das war halt, habt ihr gerade gesehen? Ich zeig euch das mal kurz. Das da ist, müsste Jäger sein, ne? Und er wird von hinten denn aber von anderen Spielern gefrackt. Also Jäger wird angefrackt und hinten im Bathroom ist halt der Support und der frackt ihn von hinten in den Rücken. Bumm. Wunderbares Cross-Gameplay, was wir gerade sehen von Virtus Pro. In den Meeting-Bereich, da passt aber die Crossfire nach hinten aus dem Bereich Bathroom Front. Der ist gar nicht da, der Kill am Ende ziehen und dann geht die Runde an Virtus Pro. Ganz ehrlich, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Bin davon ausgegangen, dass Lemsch eventuell den Entry schaffen könnte oder Schalke grundsätzlich da eventuell rankommt. Alter, das ist krass. Also ich muss dazu sagen, sechste Trade an dem ganzen Tag, irgendwas ist da faul. Also. Da muss ich echt sagen, was sind das für Trades? Können wir das mal bitte im Chat mitzählen, wie viele Trades heute gab? Falls ihr das nicht mitbekommen, das ist schon krass. Also, gut, nichtsdestotrotz war der Aufbau gerade echt wild. Ja, BDS hat sich von Virtus Pro komplett ziehen lassen. So gut, was Virtus Pro hier spielt, Wahnsinn. Wenn Virtus Pro jetzt 4-2 in den Swap geht, holla, Daumen hoch. Aber dann auch verdient, muss man sagen. Also die Entries funktionieren gerade bei BDS nicht so richtig. Virtus Pro konnte das Ganze ein bisschen mit passiver Haltung, was auch nicht verkehrt ist. Pascha wieder mit einem guten Timing die ganze Zeit. Also mit einem guten Gefühl gerade zumindest in der Runde, wann er rumziehen muss. Aktuell steht er mit 4-3-3 relativ solide da. Milo mit 6-2-4. Grundsätzlich gut ausgeglichenes Frag-Verhältnis bei den Jungs von Virtus Pro. Rusk ist ein bisschen gerade außen vor mit 2-1-4, wenn man das jetzt ein bisschen in die Waagschale reinschmeißen möchte. Ja, okay. Während es bei BDS gerade mehr oder weniger Renshiro nicht so richtig ins Match reinschafft und auf GD mit seinem Support gerade nur noch nicht funktioniert. Ne? So gerade ein Replay, das war ein guter Frag gerade gegen Rusk. Man hat es auf dem Schirm gehabt, dass da unten ist. Der Preplay-Spawn. Leute, ihr wisst gar nicht, wie wichtig das ist hier. Preplay-Drohnen zu haben. Gerade auf so einer ekelhaft. Direkt schon Flankwatch abstellen. Ja. Direkt am Anfang schon abstellen, Leute. Wenn ihr wisst, wo der Spot ist, müsst ihr schon gewisse Drohnen in diesen ersten 45 Sekunden platzieren. Korrekt, also im Grunde ist es halt so, man kann teilweise schon von den Operatoren ablesen, was für ein Spot kommt auf bestimmten Maps. Und dann hast du ja immer sofort einen Plan, wie du das angreifst. Ne? Wenn es der Spot ist, dann machst du den Aufbau, ist es der Spot, machst du den Aufbau und so weiter. Und dann gibt es halt immer schon Positionings, wo du tendenziell schon Drohnen hinstellen möchtest oder Vision haben möchtest, wenn du halt irgendwo aufbaust, dass du nicht noch die Drohnen anfangen, da irgendwo hinfahren musst, wenn du aufbaust, dass du halt schnell zwischen der Vision hin und her schalten kannst. Dass du dann halt schneller reinspielen kannst. Das ist ja ganz gut, das hat man ja reingebracht in Rainbow Six Siege, dass wir jetzt eine Drohne platzieren können, die zweite Drohne dann auspacken, mit der noch reindrohen können und wir halt auch am Anfang in der Vision drin bleiben können, die wir platziert haben. Das ist halt echt supi. Das ist halt nochmal viel besser halt, um Flankwatch zu haben und damit auch einen schnelleren Aufbau zu ermöglichen. Das ist eine sehr schöne Anpassung, die damals Rainbow reingebracht hatte. Ja, also ihr müsst nicht On-Site-Drohnen oder irgendwelche wilden Parkour-Drohnen platzieren, weil ihr meint, das sieht cool aus. Nein, stellt gute Drohnen über die Map, so dass einfach nichts ist. Ganz einfach. Ja, wie gesagt, es ist halt eine Roma-verseuchte Map, Consulate. Ja. Ist einfach so. So, Kaseka jetzt mit Mozzy und Pascha Opening Break in Shaiko. Ash ist damit raus. Tja, kann man mal machen. Ja, dann lass mal. Das geht halt, das jetzt. Also, hier wird das Pro packt ja richtig aus, ja? Wobei auch wiederum Defense, BDS, ja, 68%. Nochmal dazu. Ja, um das nochmal als Relation, als Richtwert zu haben, was das damit angeht. Ja, Rusk gerade engage-mäßig gegen LMG. LMG kann sich auch nicht richtig durchsetzen, hat keinen Schaden gemacht gegen ihn. Ja. Null. Also Rusk hat sich da besser behaupten können. Jetzt ein Runout vom Jumbo. Na okay, die Sophia hängt da, er hat es auf dem Schirm, das ist gerade an der Stande. Der Shiro hat da natürlich einen gewissen Vorteil. Das ist die Frage, und das ist das Problem natürlich, wenn du den Fuß nicht richtig reinkriegst, desto länger du brauchst, um wirklich einen gescheiten Engage zu haben, desto widerlicher wird es am Ende der Runde.
Da wird jetzt aber auch gut Lärm gemacht. Nur es passiert auch gerade nicht weiter was, ne? Es wird halt aufgeschossen, es wird Lärm gemacht und dann? Ja, nicht wirklich viel. Nicht wirklich viel. Es wird erstmal reingedrohen, geschaut. Ja. Jetzt vor allem hier Rust mit dem gecatchten Drohnen-Intel. Nice. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Dankeschön, Pascha. Es wird aber abgefischt. Zumindest Refake. Das war jetzt gut von Raphael. LM-Spoiler und WTG. Damit haben wir die 3-3. Ausgleich oder Operatoren-Ausgleich. Immer noch einen Barflug drin. Da müsste nur 2 Meter vorgehen und könnte das sehen, dass er Rust gerade ein bisschen da Hot Wheels spielt. Oh, schön Damage gemacht, aber kriegt ihn nicht gefinisht. Schade. Aber das sind, wir haben jetzt eine 1-on-1-Situation und 2-gegen-2-Situation. Bzw. Raphael versucht hier gerade noch zu supporten. Und hier auch wieder das Gleiche. Wir bespielen halt unten Piano. Bathroom halt mit als Defender, weil der Spot natürlich CEO ist. Wenn der Spot CEO ist, würde sie ganz gerne Piano halten. Piano ist sowieso der wichtigste Raum eigentlich für das gesamte Spiel auf Konsole, muss man fast immer wieder dazu sagen, weil da dreht sich halt sehr viel drum. Einmal ist es natürlich selber ein Spot, zweitens kannst du vom Piano aus natürlich unten Garage halten und du kannst vom Piano aus CEO halten, indem du Vertical anspielen kannst, wenn halt CEO der Spot ist und Meeting. Deswegen wird ja halt unten auch rumgeroamt. Man probiert dann halt von unten das C4 anzubringen. Ja, Situation. Und guck mal, wie viel Zeit der kauft. Rein theoretisch müsste Raphael jetzt unten Meeting, in Lobby rein. Granate. Ja, die Dodge steht raus. Sehr gut. Oh. Damit haben sie rausgekriegt. Und jetzt müssen sie die Überzahlsituation in 40 Sekunden ausspielen. Und wenn es ein Team kann, dann BDS. Nur wenn man da wieder genau in den Winkel reinläuft, über die abgehängt werden, ist natürlich doof. Auch hier wieder ein bisschen zu früh. Das hat halt keiner Lärm machen können. Ja, man wusste den Approach-Winkel auch nicht. So, Raphael muss jetzt aufpassen. Jetzt geht auch nochmal über Yellow Stairs hoch. Kommt ein Ping, Bathroom. Und weiß ungefähr, wo die Gegner auch liegen. Man sitzt in Showers. Gut nochmal auf das Aruni-Gadget eingegangen. Default Cam aus. Milon wartet eigentlich nur bis über das Window rein. Oh, achso, gut. Bei Milon. Aus Connector. Damit wird es Roh auch in dieser Runde erfolgreich und sie gehen. Und da sehen wir halt, Connector ist halt so immer auch der. Denn wenn es um Hoge zu teilen, Gunfight geht immer der Spot, wovon du natürlich aus CEO hältst. Deswegen musst du eigentlich fast immer einen an Connector Uno haben. In einem 4-2-Wechsel. Also es gibt so bestimmte Räume. Connector ist der wichtigste Raum für die Meeting-CEO-Attack. Ob du jetzt über Admin kommst, wird auch wieder von Connector ausgehalten. Oder ob du jetzt über CEO kommst, wird das auch wieder aus Connector ausgehalten. Deswegen musst du im Grunde immer die Kontrolle als Attacker suchen über diesen Raum. Und ich behaupte, dass wir hier mindestens eine Overtime sehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber das habe ich ja vorhin bei Empire gegen Secret auch so ein bisschen predicted nach der 6. und 7. Runde. Also, da ich ja das Matchergebnis weiß, sage ich euch ja nichts im Grunde, weil man will ja hier nicht spoilern für euch bei YouTube. Aber ich möchte nochmal anmerken, dass ich ja vorhin schon gesagt habe, dass Virtus Pro einer der besten Attacker-Teams ist, die wir in der EU-League haben. Wenn es darum geht, einen ordentlichen, soliden Aufbau zu machen. Also so einen Aufbau, wie wir in Runde 3, glaube ich, gesehen hatten. Ich glaube, das war Runde 3 vom BDS, wo sie hier im Flankhold hatten, da im Flankhold aufgebaut hatten und die Leute dann die Leute weggeknallt hatten, die irgendwo verschoben sind. Sowas ist Virtus Pro seine Stärke. Und ich hoffe, dass da BDS um diese Prämisse auch weiß und deswegen da am besten nicht reinspielt. Also sie sollten dann halt gucken, dass sie sich nicht in irgendwelche Hoder reintreiben lassen, die sie denn halt umballern. Von ausgehen können. 4-2 Roundswap ist jetzt erstmal solide, um aus der Verteidigung in den Angriff reinzugehen. Jetzt kommt aber wieder dieser Faktor 68% Def-lastig, was BDS spielt. Das wird schwierig für Virtus Pro. Ich glaube, die waren ja attack-technisch unter 50%, wenn ich mich gar nicht irre. Das ist dann im Vergleich zu 68% Def-lastig als Team. Das ist nicht so einfach, würde ich sagen. Das wird echt schwierig. Nur kann BDS das ausspielen? Das ist ich denke mal schon. Ich meine, wir haben jetzt wieder, wir haben keine IQ bisher dabei. Renshiro jetzt allerdings hier mit den Echo und das wird jetzt erstmal wieder dieser, ich mach das jetzt einfach mal. Einfach auf Glück, dass hier der Gegner nicht mit der IQ spielt. Kann man vorstellen. Und da muss BDS drauf aufpassen, dass sie das jetzt nicht die ganze Zeit spielen. Jetzt eine Runde, okay. Danach eventuell dann wieder auf andere Alternativen wechseln. Ich gehe davon aus, dass ihr Virtus Pro dann anpassen wird und dann mit IQ spielen wird. Ja, das mit diesem richtigen Punkt da treffen, dass du das so schön irgendwie draufstellen kannst. Ah, ich fühle das echt ganz einfach. Oh, Schalke mal nicht on-Squad, sondern mal unterwegs. Okay. Ja, BDS wird das eh nicht spielen. Bleibt der auf Spot oder rotiert er wieder ran? Nee, da würde ich ein bisschen Pressure machen oben. Lemsch geht auch mit, wie es aussieht. Also du, GIGN. GSG9 meine ich. GSG9. Ja. Du, Roam. Ja, warum nicht? Kann man mal machen. MP7. Und die 416 Carbine. Das sind solide Roamer-Waffen. Gott! Diese Winkel, Alter, was macht Virtus Pro spielt gerade das, was BDS sonst spielt? Super Information und die spielen das extrem schnell aus. Bitte? Alter Vater. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Zumal Virtus Pro damals einfach auf dieser Map Gott war. Das war, glaube ich, Stage 1 oder sowas. Da haben die im Grunde fast alles darauf vernichtet gehabt, was überhaupt auf dieser Map rumgelaufen ist. Egal, ob es eine Ameise war. Die haben da alles zerlegt. Das war auch damals Clubhouse, auch denen ihre Map gewesen. Die können gewisse Maps teilweise immer ganz, ganz gut. Das ist auch bei Empire der Fall. Bloß Empire ist einfach mittlerweile massiv nicht mehr up to date. Aber Virtus Pro,
die sind da halt echt top. Der Pre-Fire gerade, also man hat es gesehen, ja. die Cam war da anscheinend, man hat es irgendwie nochmal ausgebrochen. Predeo wieder mit der, das macht jedes Team, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, das hat so ein Clubhouse-Feeling. Irgendwie macht jedes Team dasselbe. Ja. Dann wieder, gefailt. Spart euch das hier. Ich weiß nicht. Ich feier das gerade. Zweimal macht es einfach nur irgendwo. Peng. Ja. Und was passiert? Nichts. Und das auch die ganze Zeit auf vorhin, weil bei Empire gegen Secret, das hat nicht ein einziges C4, außer wenn Piano gespielt wird als Angreifer, dann hat man C4 funktioniert. Aber das C4, bitte, kleiner Tipp von mir, lasst es. C4, das kann später in Late Games ultimativ wichtig sein, dass du so viel Schaden wie möglich machen kannst damit. Das da oben wegzuschmeißen, ist gewastet. Du hast eh nie irgendwann bei Minute 30 oder so, selten bis gar nicht, irgendwie die Intention dahinter zu sagen, ey, ich geh jetzt nochmal irgendwie nach Visas der ist hoch, ja. So, Mylon kann sich durchsetzen gegen LM, damit er auch den Fred gesetzt. Ich glaube, damit hat auch gerade. 4 und Bandit, das ist jetzt natürlich ganz, ganz böse. So, Bredé kann nochmal Pascha holen. Das war ein wichtiger Frag, mal, aber wir haben ja zum Glück einen Bug dabei, ne? Somit bleibt das vertikale Gameplay natürlich weiterhin bestehen. Ich finde erstmal, Sledge ist weitaus besser, dass er raus ist, nur es ist immer noch WTG mit dem Bug da. Ja, besonders wenn es darum geht, hier diesen Skeleton Key zu nutzen. Oh, die Breaches werden. Das wird jetzt ganz unangenehm. Dann wird das Schild schon aufgemacht. Und die Breaches kommen, man stellt sich auch seitens Shaiko schon auf den Pipes auf. WTG kriegt den ersten Tag, wird erstmal kurz begrüßt und das hatte sich sogar vom Jäger an. Rask setzt dann nochmal mit Breaching Charges mit Ash. Der will einfach, die wollen oben einfach alles aufreißen. Finde ich auch eigentlich richtig, ja? Wenn dann mache ich alles auf, wenn du die Zeit hast. Ansonsten halte deine Winkel. Shaiko zieht sich jetzt in Security Hallway zurück. Amira Window kommt jetzt natürlich nicht so einfach vorbei. Die Frage ist natürlich, wie willst du jetzt, wenn du keine Piano-Kontrolle hast, den White. Hier sehen wir auch nochmal den gleichen Breach gerade. Ich guck mal kurz, ob ich das einigermaßen kurz zeigen kann. Wir haben rechts das Crouch-Hole und links das Vision-Hole. Es gibt halt immer mal wieder so Breaching-Kombos, die es immer mal wieder gibt. Wir haben auch eine Zeit lang gehabt, dass du das mit Hibana links machst und unten rechts oder unten rechts und mittig halt ein Vision-Hole ansetzt. Das gibt's viele Varianten. Wie willst du jetzt, wenn du keine Piano-Kontrolle hast, den White-Van-Plant aufhalten? WTG gegen Bredé, Mylon holt Rafael, Shaiko, WTG. Kaseka mit dem Plant, 2 gegen 3 Situationen. Wir haben noch den Echo und der Echo cancelt nicht. Dementsprechend ist der Plant durch und wir müssen mit 2 Leuten gegen 3 auf Retake spielen. Wobei einer vertikal gegenspielt. Der andere kann draußen erstmal abschimmeln am Diffuser. Rask mit dem ersten, wenn Shio raus ist, noch Shaiko 1 gegen 2. Wenn es jemand schaffen kann, dann er vertikal. Jäger ist raus. Ist er gerade rausgesprungen? Nee, ha, Rask macht so gut. Der wartet erstmal im Bathroom. Der wartet, bis da jemand rumkommt. Ja, und da gibt's gleich IU. Das hat schön Zeit gekostet. 16 Sekunden. Ach du je, das wird so knapp. Ach du je. Gut, gut. Und da wäre es auch fast schön gewesen, dass Rask denn einfach, wo er den Jäger gehört hat, sogar noch fast wegrotiert wäre. Aber war halt eine sehr schöne Runde. Da ist jetzt auch gerade das passiert, denn sie haben halt schnell aufgebaut, hatten 4 Vision über die Map, hatten schnell einen Roamer rausgekriegt, wurde dann aber auch gleich ein Refrag angebracht, aber trotzdem hatten sie halt schön vertikal angespielt, hatten den Breach durch, haben damit halt die Area clear gekriegt, halt also Garage, dass man da nicht so einfach hinein kann. Und dann haben sie auch eine massive Überzahlsituation erzeugt gehabt. Also das war eine sehr schöne Runde von Virtus Pro. So gut von Mylon. Abgefangen über Yellow Stairs, wo hätte er sonst lang gehen können? Alle anderen Wege wären zu lang gewesen. Und Tobias, jetzt wäre ein Timeout seitens BDS wichtig. Weil 3 am Stück, in auch mit Dev. Jo. Also schon, ist schon nicht übel, muss man sagen. Und dann kann man auch in der Timeout direkt mal ausklamüstern und sagen, jo, alle Wege führen nach Shaiko. Und da ist es auch, das Timeout. Es ist echt schwierig, dagegen vorzugehen, weil Virtus Pro sehr koordiniert arbeitet. Sie haben einen Plan, der rote Faden ist da innerhalb der Runde. Sie wissen, was sie vorbereiten möchten und tun. Sollte einer wegfallen aus diesem ganzen Prozedere, dann wird die Position neu besetzt und dann auch weitergemacht. Also es wird nicht gestoppt, nur weil jetzt einer rausgefragt worden ist. Mylon hier schon wieder mit 12-4, meine Fresse. Und das innerhalb von 7 Runden. Respekt. Das ist einfach Respekt. Das ist pro Runde 1,8 Kills oder so. Ich muss auch gerade sagen, dass das MVP letzte Runde. Mylon. Opening und dann ja die Winkel gehalten hat, wie gut er quasi auch durch sein Team sich hinstellen konnte. Stark. Ja, auf jeden Fall. Richtig gut. Also man muss halt sagen, es ist halt relativ problematisch, gegen Virtus Pro ein Entry-Hold zu spielen. Ein Entry-Hold für die Leute, die nichts damit anfangen können. Das bedeutet, wenn jetzt der Standard-Entry, also der Standard-Aufbau von den meisten über Admin ist, wo wir gerade sind, ne? Weil wir ja gerade eben auf Consulate spielen, hier der Standardaufbau ist, dass du hier gegenhältst, ne? Dass du halt die Area hier mithältst, damit du hier an Anfang ein bisschen den Eintritt innerhalb dieser Map erschweren kannst. Das ist gegen Virtus Pro aber sehr, sehr schwer, der Virtus Pro sich immer massiv aufbaut und das alles massiv abcovern kann. Die können das halt immer fast schon in Perfektion.
Und somit ist halt dann immer sehr, sehr schwer, da am Anfang schon Zeit rauszukitzeln aus die Leute. Da sie massiv krass, wie gesagt, im Aufbau sind, im Grunde, und du dann halt schon, ich will es eigentlich nicht Luck nennen, aber ich nenne es jetzt einfach mal Luck, Glück haben musst, da irgendeinen Frag zu kriegen, damit du selber am Anfang schon eine Überzahlsituation kriegst. Also BDS muss halt schauen, dass sie, also es sind nicht mal die Solo-Aktionen oder sonstiges, dass Rom funktioniert halbwegs, die Zeit wird gekauft, aber am Ende bleibt es dann halt irgendwie dennoch, also closen kann Virtus Pro. Die Problematik haben sie gerade gegen BDS erstmal nicht, zumindest in der ersten Attack. Sind noch ein paar Runden, erstmal noch abwarten, Virtus Pro ist eine Runde vor Midpoint. BDS hat das bisschen mehr zu tun. Hat aber tatsächlich auch nicht wirklich viel mit, damit zu tun, dass sie die Runden beenden. Die wegschmeißen tun sie nicht, nur sie können Matches nicht closen. Das ist so ein bisschen Vitality-Stil, ja, sie müssen jetzt auch diese Fahrt mitnehmen. Es kann aus dem 5-2 ein 6-2 werden, aber 6-2 kann dann auch am Ende ein 8-6 werden für BDS. So, und das ist ein ganz großes Problem. Und da sehe ich auch eine Riesenschwäche bei Vitality. Ja, die können einfach die Matches nicht beenden, das ist richtig. Genau. Das ist ihr Problem. Also haben wir schon auch genug drüber geredet. Richtig. Aber ich glaube nicht, dass BDS so ein Team ist, was so das Problem hat. Ja. Also entweder geht BDS mit krassen Anstrengungen irgendwie unter. Die letzten Matches waren häufig Overtime-Siege, die sie gespielt haben. Wenn ich überlege, nee, Niederlagen, zwei Overtime. Alter. Wenn sie Overtime spielen, verlieren sie. Ja, und das, wie gesagt, das ist halt Virtus Pro. Wenn es halt dann mal läuft, dann läuft es bei den Jungs. Das sieht man hier gerade sehr gut. Die bauen halt nicht über Admin auf, die bauen gleich erstmal zu der Anchor-Site auf, zu den High Ground. Zu Meeting, hin zu CEO, wollen das gleich oben clear, um den halt runterzuspielen. Das ist richtig gerade, da wird übrigens Maidon ausgesprochen. Also Maidon ist richtig stark dabei, das muss man ihm lassen. Wie gesagt, das ist für mich die größte Überraschung des gesamten Stage. Das hätte ich nicht erwartet, dass er so einen Leistungsschub nochmal macht zum Vergleich zur letzten Season. Das ist halt witzlos teilweise, was das Spiel. Also nicht mal negativ gemeint, sondern so nach dem Motto. Okay, Renshiro. Ja, so aus dem Locker aus dem Handgelenk, sagt man ganz gerne. Entry, über Connector rein. Das war unschön. Waffen wurde auch eingenommen, gerade vom Stage, was ich gesehen habe, nämlich Paschas Renner. Oben Skylight, Schalke muss Ritten gehen, sondern am besten irgendwie auf. Offwinkel. Irgendwo so stehen, dass er irgendeine Flanks setzen. Ja, da muss er Flanks stehen. Mit seinen HP, die er hat, da kann er gar nicht mehr viel cutten. Ja, was will er machen? Also sein HP und die Unterzahlsituation, jetzt wird's schwer, wenn ich gerade mal ein HP habe. LMs wird auch noch ausgenommen, Schalke mit einem HP gegen Rafael. Und dann seht ihr, die haben bei einer Minute 30 halt Meeting, sie haben CEO, das läuft relativ gut. Also das ist wirklich sehr on point gerade. Wir wissen, dass sowas alles möglich ist, aber nur guck mal an, es sind 5 volle Virtus Pro Spieler. Da hat keiner irgendwie Damage getestet gerade. Nee, absolut nicht. Das ist halt schwierig. Das wäre dann untouched flawless, wenn sie das holen sollten unter Umständen. Rusk hier legt weiter Double Kill. Auf jeden Fall verdient Rafael, aber rausgenommen 5-1 Situation. Und der Oh, good night! Geh nicht löschen! Der zweite zieht nach! Double Kill, 1 HP! Immerhin das macht er noch! Oh Gott! Uiuiuiui, Schalke! Widerlicher Kerl! Wobei ich den Kill ja im Piano noch viel kranker fand, so dass er den sofort predicted hat, dass er auf dem Boden liegt oder das wahrgenommen hat und diese Reaktion hatte, den dann halt wegzuknipsen. Also das war schon geil. Respekt. Aber auch eine sehr, sehr schöne Runde. Schnell gegen die Areas angespielt, die du brauchst, um den Spot zu halten. Schnell die Leute da rausgeknipst, massiv gut aufgebaut. Und wo es denn dabei runterkommt, natürlich, wo du denn deinen Safe Zone verlässt, so gesehen als Attacker. Da konnte natürlich jetzt nochmal Schalke zuschlagen, weil man sich natürlich den aufbaut hin zum Spot und den Spot dann einnehmen möchte. Das ist so das Momentum, da müsstest du tendenziell zuschlagen. Am Anfang solltest du Virtus Pro lieber aufbauen lassen und du musst dann halt später, sobald sie sich verteilen, sobald sie sich aufsplitten, da muss das Momentum da sein, da zwischen reinzugehen und da die Kills anzubringen. Gelöscht gerade aus Schalkos Perspektive nochmal richtig böse runtergespielt. Die Gesichter wurden aus dem Leben genommen gerade. Ganz ehrlich, Alter. Bei dem Alter, als der rumgekommen ist, hätte ich mir gesagt so, warte. Der erste Schalke. Krieg gegen die Ash bitte? Was war das denn? Ja, Schalke dachte sich wahrscheinlich auch so, war da was? Oha. Oh shit. Ganz fettes Good Night in den Chat, bitte. Ne, einfach mal F für Rusk gerade. Einfach mal F in den Chat für Rusk. Das war ein richtiges Good Night-Ding. What the hell? Das war richtig krass gespielt, Schalke. Aber mit One HP da irgendwie noch Abklatsch zu machen gegen 5 Full Life, Alter. Quasi nicht möglich. Ja, wir werden den Replay höchstwahrscheinlich gleich nochmal sehen. Ja, da kann das bei denen installieren. Alter, du, ich komm grad überhaupt nicht klar. Ich will gar nicht analysieren, was hier schiefgelaufen ist. Einfach nur die zwei Bretter waren so unfassbar gut. Deswegen feiere ich diese Liga so. Weil das, da haben wir's. Also da haben wir's. Und ich hoffe mit Slow Motion. Das ist so. Der war noch nicht mal richtig drin, weil die erst gut. Alter. Direkt der erste Shot, den er gesetzt hat, der eigentlich noch so teils Hipfire war, gibt er dem schon. Ist dir auch aufgefallen, dass Rest nicht mal klicken konnte? Ja, der hat nicht mal reagieren können. Das war wie Rest? Bei dem Turn-On, den wir vom Blur gesehen haben auf Clubhouse gegen Raw, gegen Aces, ja, wo er aus der Hüfte heraus, Turn-On in Construction, und aus der Hüfte die erste Kugel direkt in den Schädel reingeht bei Aces. Das war auch richtig böse gemacht vom Blur. Also starke Runde von Virtus Pro im Allgemeinen betrachtet, das ist ja, man kann BDS hier keinen Vorwurf machen, sie versuchen ihr Bestmögliches, aber das, was hier Virtus Pro gerade spielt, ist einfach besser. Was auch ist, sie nutzen so ein bisschen die eigenen Waffen von Virtus Pro. Und ich gehe jetzt hier gar nicht auf die Strategie ein und auf die Map und was weiß ich, was sie machen.
Sie haben BDS analysiert. Das ist das Erste. Zweitens, was macht BDS? Geschwindigkeit und Druck. Sie nutzen halt LMs, sie nutzen Shaiko, sie nutzen auch Renshiro bzw. Rafael, eher weniger aber auch Brede, um irgendwie auf eine Map raufzukommen. Wichtiger Opening Frag. Und dann nachzuziehen. Was macht Virtus Pro? Milon kriegt den Frag, sie ziehen nach, sie planten, Thema ist erledigt. BDS wird gerade mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Mit komplett den eigenen Waffen. BDS hat keine Antwort auf ihr eigenes Spiel. Und es gibt eine Strategie, die mir immer in jedem RTS oder in jedem Spiel gesagt wurde. Sagst du etwas oder findest etwas OP? Ein schöner Frag von Rest nochmal gegen Rafael. Jetzt kann man die Kaserke den Anschluss machen. Findest du eine Strategie OP, spiel sie so lange, bis du geschlagen wirst, dann hast du die Lösung. BDS versucht gerade... Da spielt man fast schon zu schnell gerade rein, aber das liegt ja auch gerade daran, dass Virtus Pro massiv confident ist und deswegen sie den Druck aufrechterhalten wollen, ist meine Vermutung nach. Zumal haben sie einen Puffer von insgesamt halt 3 Runden, von 4 Runden, bevor es in die Overtime gehen würde. Da kann man schon schnelle, aggressive Runden spielen, um zu gucken, ob man so vielleicht den Gegner verunsichern kann. Milon, jetzt gegen Renshiro kriegt den Kill, da wusste gar nicht, was er den Frack gemacht hat. Aim direkt nochmal die Yellows jetzt ab. WTG, holt dann nochmal LMs hier im Meeting ab und der weiß auch nicht, was hier passiert ist. Man sieht nur mal kurz den Haarschopf und dann wurde er entfernt. Plant, Milon überlegt jetzt natürlich auch nochmal, wo man plantet. Das ist jetzt so eine Gamble-Situation, von wo macht man es? Meeting, Meeting. Wird er gefunden? WTG macht das Ding hier, durch BDS. Keine Chance. Sehr schön. Dass 7:2 für BDS mal in die Hose gegangen ist. Also das war wirklich ein sehr, sehr schönes Match und hier hat einfach Virtus Pro wieder das gezeigt, was ich jedes Mal euch wieder erzählen muss, dass die Attack einfach göttlich sind. Wenn es natürlich läuft. Es kommt halt immer noch natürlich darauf an. Du kannst den besten Aufbau haben, wenn du die Klicks nicht durchkriegst. Das ist nochmal was anderes, ne? Aber aufbautechnisch ist das halt immer Premium, was Virtus Pro im Grunde macht. Gibt zwar manchmal ein paar Ausnahmen, aber das haben sie heute wieder gezeigt gehabt. Und das, was Verdi gesagt hat, kann man halt schon fast mitnehmen, dass halt eben BDS schlecht drauf reagiert hat und BDS dann manchmal auch zu aggressiv reinspielt und das halt in die Hände spielt von Virtus Pro, weil Virtus Pro so massiv gut aufspielen kann und die halt viel abdecken. Sie bauen halt auf, andere halten halt Winkel und da laufen die Leute rein halt von BDS, weil die halt gerne mal ein bisschen probieren, hier und da ein bisschen gegenzuhalten. Und das ist eine Maßnahme, die sollte so gegen BDS, also das sollte Virtus Pro weiterhin beibehalten und BDS sollte da aufpassen, wenn sie gegen Virtus Pro spielen, dass man nicht in ihre Hände reinspielt. Und somit haben wir ein sehr schönes Match gesehen von Virtus Pro am letzten Spieltag der EU League mit 7:2 gewonnen gegen BDS und das war wirklich eine Glanzleistung.